Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Wir reden mal ein bisschen über Princess Charming, so als Zwischendurch-Thema. Könnt mich immer wieder fragen, wenn ihr so Themenwünsche habt. Das war jetzt so, was öfter mal kam. Princess Charming ist ja die lesbische oder queere oder wie auch immer man das nennen will, Dating-Show nur Frauen. Und es war insofern sehr interessant, weil man da sehen konnte, wie jemand versucht, also die Princess so Standards und Dealbreaker durchzusetzen, was so Commitment angeht, und das so irgendwie ziemlich schief läuft. So. Also was ist passiert, wenn ihr das vielleicht nicht gesehen habt? Also die Princess hat also das übliche Verlauf, irgendwelche Dates, und dann wird da jemand rausgezogen. Und sie hat da jemand rausgezogen, mit der sie dann auch sofort die Nacht verbracht hat, wo ich schon dachte, keine Beziehung fühlst du richtig, aber die falsche. Oder ich hab auch gedacht, oh Gott, ist das jetzt schon die Gewinnerin? Und gleich am Anfang verbringt sie die Nacht mit der. Und und dann gab es halt noch eine zweite, die sie ganz gut findet. Und diese beiden Teilnehmerinnen hatten dann aber auch Sex in der Villa. Und das fand die Princess natürlich gar nicht gut. So. Und das Gespräch, was halt stattgefunden hat, war, dass die Princess gesagt hat, sie wird halt, steht halt auf monogames Dating, was natürlich total oldschool ist, wissen wir ja. Und die Teilnehmerin da halt gesagt hat, was ja auch völlig in Ordnung ist, hat es also ganz klar formuliert, dass sie eher so, keine Ahnung, jeder macht, was er will oder wie auch immer man das nennen soll. Also sie hat noch nicht mal Polyamor gesagt oder so, einfach kann ich sagen, polygam, also sich nicht festlegen. Matchport haben, wo man ihr Matchport haben will, scheiße, also, und dich nicht einengen lassen wollen, und was ja völlig in Ordnung ist, ne? Und das hat sie auch klar kommuniziert, und das ist insofern ganz interessant, weil das so Stärken und Schwächen dieses Konzepts, oder das heißt, Schwäche ist es eigentlich nicht, aber Probleme so in der Anwendung von Standards und Dealbreakern zeigt, weil sie hat jetzt sozusagen so einen Standard oder einen Dealbreaker gesetzt. Das Problem ist nur, du kannst natürlich, das ist in Beziehung ja auch so, du kannst diesen Dealbreaker setzen, nur du kannst nicht erwarten, dass jemand anders den erfüllt, so, ne? Und du kannst jetzt sagen, ja, ich erwarte als Princess, dass da in der Villa nichts läuft unter den anderen Frauen. Andererseits, nimmst du für dich ja einen Sonderrecht in Anspruch, weil sie darf natürlich in ihrem Weltbild, weil sie die Princess ist, darf natürlich mehrere Frauen gleichzeitig daten, aber die anderen dürfen es gefälligst nicht, so, ne? Ja, was zeigt auch, dass dieses so modern dieses Konzept auch ist von dieser Sendung, ist, dass das irgendwie einfach hinkt, wenn sich alle gleichzeitig daten wollen. Das ist bei Prince Charming, oder heißt das, das ist glaube ich genauso bei den Schwulen, das gleiche Problem, ne? So, das ist halt, da kommen 20 Leute hin, die Bock haben auf Dating, so, ne? Und warum sollten jetzt nur die Princess daten wollen? Also das funktioniert nur, wenn das irgendwie so eine Lichtgestalt ist, wo jeder sagt, ja, das ist jetzt aber eine 10 von 10 oder eine 12 von 10, dann funktioniert das. Aber sobald da jemand ist, was man, glaube ich, vielleicht diesmal so sagen kann, der jetzt ein bisschen normaler ist oder vielleicht nicht so einen großen Unterschied hat zu den Frauen, statusmäßig oder wie auch immer, könnt gerne, wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, also wenn man da der Meinung ist, das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, dann fängt man eben an, in der Villa rumzugucken, ob da einem nicht wie jemand besser gefällt. Und das ist halt auch der Haken an diesem Sendung. Es ist halt teilweise einfach nicht funktioniert. Und mir hat die Princess da auch irgendwo ein bisschen leid getan, weil sie gesagt hat, ihr verbringt ja immer die Abende, ihr habt eine Party nach der anderen und ich bin da eigentlich gar nicht Teil von und bin eigentlich darauf angewiesen, dass sie mich unbedingt auf diesen Princess-Dates da daten wollt, aber wenn ihr das gar nicht wollt, bin ich eigentlich auf ziemlich verlorenen Posten hier, so, ne? Naja, also gut, sie hat diese Standards gesetzt, aber du kannst halt nicht auf anderen dazu zwingen, und die Teilnehmerin, die irgendwie so polygam da leben will, hat auch ganz klar gesagt, ich habe ja nichts unterschrieben jetzt, dass ich nichts anfangen darf in der Villa, und fair enough, ne? Also insofern ist es kommuniziert worden, weil das ist eben so, wenn Standards und Dealbreaker kommuniziert werden und sie passen eben nicht übereinander,
dann wird es eben rumpelig, da kann man auch nichts machen. Und es wurde rumpelig. Und sie hat die beiden dann, also eine ist gleich freiwillig gegangen und die hat die andere halt rausgeschmissen. Was meiner Ansicht nach unvermeidbar war, weil auch diese Person, fand ich, die hat die ganze Staffel gesprengt, weil die, ja, selber, glaube ich, hohen Bedarf an Aufmerksamkeit und weiß, wenn die noch alles gedatet hätte. Also sie hat die ganze Staffel irgendwie gesprengt, beziehungsweise wäre sie dann irgendwann im Fokus gewesen. Ja, und dann konnte sie nur rausschmeißen, so, ne? Das ist, wo sie sie selber spannend fand. Ja, also eigentlich alles, könnte jetzt sagen, alles okay gelaufen. Das Einzige, was ich so gedacht habe, die ist schon ziemlich hart, die Bachelorette, ja, Bachelorette sage ich schon, die Princess Charming. Und sie hat diese Gespräche halt so hart geführt, dass sie eigentlich nur noch gehen konnten, weil das war schon so ein bisschen affrontmäßig, ne? Also das habe ich auch selten so gesehen, sonst ist das ja immer ein bisschen in Watte verpackt und ach, ich würde mir wünschen und bla bla bla. Und das ist, und diesmal war es aber so richtig so bam, 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 ich will das nicht, ich finde scheiße, ich fühle mich verarscht von dir, weil sie hat sich auch halt auch ein bisschen manipuliert gefühlt, weil sie wahrscheinlich in der Nacht mit der Princess irgendwie was anderes gesagt hat oder einen anderen Eindruck erweckt hat, wissen wir jetzt nicht. Und da wurden, wie gesagt, sehr harte Gespräche geführt, die auch ganz schön konfrontativ waren. So, ob das jetzt so in so einer, also im Privatleben würde ich sagen, alles wunderbar. Ob das in den Rahmen von so einer Show jetzt so ideal ist, weil dann kann man irgendwie nur noch gehen oder rausgeschmissen werden, weil man merkte so richtig, dass das dann auch so verbrannte Erde war, dass man da hätte gar nicht weitermachen können. So, ne? Also insofern, ja, ist so, wie es ist. Zeigt, also wie gesagt, vielleicht muss man dieses Konzept der Sendung auch mal überdenken, ich weiß nicht. Und was man aber auch sehen kann, dass natürlich kann jemand sagen, also das finde ich so schade, das ist Dealbreaker-mäßig total spannend, es kann natürlich jemand sagen, nein, ich möchte nicht hier committed dich jetzt daten. Das ist total in Ordnung, ne? Aber ich finde schon, dass wenn wir mit Leuten intim werden, so oder intimär werden, da kann ich nicht einfach sagen, ist mir doch alles scheißegal. Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen eine Mitverantwortung für mein Gegenüber. Also das, so sehe ich das, ne? Also ich kann nicht einfach hergehen. Oder kann ich schon, aber ich finde es eigentlich nicht so gut, sag ich ganz ehrlich. Also natürlich kann ich mein Leben leben, wie ich lustig bin, aber ich muss eben auch akzeptieren, dass das Menschen auch verletzt. So, ne? Also das selbst wenn es, ich weiß nicht, ob ich verstehe, worauf ich hinaus will, also selbst wenn Sachen kommuniziert sind, kann man sie trotzdem wirklich so ein bisschen kann sie so völlig unempathisch dann durchziehen, ist mir doch scheißegal, dann date ich eben die nächste und muss halt mit klarkommen, habe ich auch gesagt, ich bin nicht committed und es wird doch alles scheißegal, ich mache, was ich will irgendwie. Was wir sehr viel in der Welt gerade sehen, oder ich kann aber auch sagen, naja, ich trotzdem will ich jetzt nicht das Gleiche wie du, aber ich zeige da ein bisschen mehr Verständnis für und ja, versuche auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl daran zu gehen und nicht hier gleich die ganze Bude abzureißen und so einen Kauf zu nehmen, dass ich dich jetzt sehr verletze, ne? Also das hätte ich besser gefunden, sage ich ganz ehrlich, ne? Ja, das ist mein Take dazu. Trotzdem habe ich auch gedacht, gut, dass ihr mir auch geschrieben habt, weil sie hat tatsächlich, ist sie klar für sich eingestanden, die Princess, und das finde ich gut. Ich finde sie trotzdem zu hart, ist das ganz ehrlich. Ey. Naja. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns mal wieder. Ciao, Lieben.